So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Ich weiß, ich hätte einfach bei dem belassen sollen, so wie es war. Konnte ich nicht. Aber hey, ihr müsst doch zugeben, dass das schon sehr verdächtig ist, dieser, ich nenne ihn mal Weg. Dort hoch. Was ist da oben eigentlich? Stimmt, hier war ich auch noch nicht. Wir sind einfach hier lang gefahren. Ich hol mal die Chocobos raus. Komm. Ja, das geht. Seltsam. Also hier ist eine Truhe. Arigato, Chocobo. Karpfen. Okay, alles klar, meinetwegen. What? Was ist das? Eine Riesenwespe. Okay. Ein Kraftwerk ist das hier also. Ähnlich wie das eine Kraftwerk hinter diesem einen Secret Boss, den ich da mal gesehen habe. Was haben wir hier? Sandstein. Denn nicht nur ähnlich, es ist genau das Kraftwerk. Und hier ist alles abgezäunt, dass man nicht weiter kann. So, na komm. Eindeutig eine unsichtbare Wand. Aber klar, ich soll da nicht hoch. Das Ende der Welt. Dann will ich es auch nicht weiter provozieren. Goldstaub. Nice. Da ist er. Okay, ich meine, wenn die jetzt schon mal so einen sehen, wieso dann nicht auch einfach BAM drauf? Ist das hier ebenfalls begehbares Gebiet? Nein, zu dicht. Okay, irgendwas Gefährliches soll hier sein. Jetzt der Drachen? Wie ein Witcher, wenn man da ans Ende der Welt geht? Nein, ich glaube nicht. Aber es gibt hier eine Farm.
So, da. Und so komische Böcke. Na, noch nicht. Außer natürlich. Hier gibt es sonst nichts. Oder? Sollten wir... What? Das kann nicht sein. Oh, whoops. Easy. Ansonsten, außer riesigen Weiten, sehe ich hier jetzt auch nicht viel, dass es eventuell wert wäre zu erforschen. Beziehungsweise sich anzusehen. Bis auf vielleicht diese Farm hier hinten. Ja. Wir müssen mal in so einem richtig harten Hotel übernachten und die XP verdoppeln. Oder sowas in der Art. Noch ein kleiner Ort mit einer winzigen Feder. Wasserturm. So, da. Ich frage mich, was diese Verschläge eigentlich bringen. Ob das sowas wie Unterschlüpfe sind? Wer weiß. Da ist noch einer. Oh, jetzt sind wir im Talpa-Tal. Talpa-Tal. Oh, interessant. Manuelles Fahren. Ja, ich weiß, ich mache mittlerweile gerade
Ein bisschen viel Stopp. Aber das muss jetzt sein. Erstens, ich will das Ding hier haben. Zweitens, ich will sehen, unsichtbare Wände. Natürlich, wahrscheinlich für diese gesamte Schlucht. Höchstwahrscheinlich für die gesamte Schlucht. Innerhalb der nächsten paar Wochen werde ich eine PS4 Pro haben. Mal gucken, wie es dann darauf läuft. Aber bis dahin wird man sich mit der Base PS4 Version begnügen müssen können, die allerdings auch, ich meine, guckt euch das an. Allein, dass das auf PS4 möglich ist, ist ein Wunder schon. Auch wenn ich weiß, ziemlich weiß, wo sie an Performance sparen. Okay. So viel noch zu erkunden. Ein andermal. あったね。燃えてたね。下で支えてんのが巨神な。へえ。絵本の中の話と思ってた。六神とルシス王家は神話の時代に共闘した仲間同士だな。うわ、マジ。結構マジ。しかしいまいちピンとこねえわ。本人がこうだからな。そりゃどうも。 Ich weiß nicht, irgendwie passt das Lied gerade. Hier kann man... da hoch. Das werden wir jetzt aber nicht tun. Wir fahren geradewegs, geradeaus weiter. Boah, ich bin gespannt. Irgendwie möchte ich trotzdem noch sämtliche Nebenaufgaben dort sehen, mich in der Welt umschauen, aber es wird langsam echt Zeit. Weiterzumachen in der Story. Das ist krass. So, erstmal parken. Atsuina, Sakikara. Doch, Heileba, Suzushidoro. Ich weiß, es schickt sich nicht, so einfach eine Gasse zu gehen, beziehungsweise einfach überall jeden Ort abzulaufen,
In der Hoffnung, da was zu finden, aber... Scheiß drauf, ich mach das trotzdem. Und diese Stadt. Holy moly. Okay, erstmal rein. Ui. Mehr genug. Mehr gibt's nicht. Dann halt nicht. Drehst du mir eigentlich immer den Rücken zu? Nix. Ui, sieh mal einer an, eine Parking Lodge oder sowas in der Art. Mit haufenweise geparkten Autos. Ein Stoppschild. Dampfendem, leckerem Essen. Aber keine Verkäufer. Schade eigentlich. Ja, dann zieht euch doch. Ja, nur wann wir das nächste Mal unterwegs kochen werden. Gute Frage. Ich guck mich erstmal hier in der Stadt um. Wie, man kann hier nicht durchgucken? Bestimmt. もうすぐ祭りの時期だし、オルティシエに店出したら儲かりそうじゃないですか。アミやらケーキやら洒落たものの中にうちの店が入るのか。どうだろうな。 Ja, aber hier kann man ein Foto schießen lassen. Okay. Nope. Ich zieh meine Jacke nicht aus. Forget it. Man kann nicht mit jedem reden. Was war das gerade? Oder auch immer. Oh, da. FM und Ab Pfefferschoten. Bester Kälberspfeffer aus Duskä. Schmackhaft eingelegt. Ja, sieht gut aus. Ja.
So. Hier hinten noch was. Okay, ist zwar ein bisschen altmodisch, aber nichtsdestotrotz schick. Dann würde ich mich jetzt echt gerne auch innerhalb der Stadt umsehen, bevor wir unsere Mission annehmen. Na. Danke, aber nicht so mein Fall. Was haben wir hier? Eine Goldnadel. Nice. Aus der Ferne sind die ja knackscharf, aber ich meine, aber... So nah dran? Interagieren. Womit? 100% reines damit. Okay. Okay. Not bad. Ein andermal. Es wird bereits Abend. Trotzdem. Grüner Daumen! Dieser Dünger lässt Blumen und Gemüse schneller wachsen. Aus 100% Tick-Prozent Schwertschweifmist. Ja, nee, ist klar. Schwertschweifmist. Kann man hier hoch? Nein. Kaputte Taschenuhr. Schade. Na gut. Eine intakte. Tja, sorry für dich. Und auf der anderen Seite, wenn ich so drüber nachdenke. Eine intakte Taschenuhr würde niemand wegwerfen. Gasse. Magieflakon. Hier verkauft keiner was. Schade. Urik Gampels Jagd auf Jagdtagebuch 2. Wenn Eier träumen. Lies das halt richtig, okay. Als Belohnung für die erste erfolgreiche Jagd hat mein Ausbilder mir ein deftiges Mahl spendiert. Das Spiegelei soll mich daran erinnern, dass ich als Jäger frisch aus dem Ei geschlüpft bin und mir erst eine Sporen verdienen muss. Haha, selten so gelacht. Und selten so ein Glück gehabt. Denn die Kröte, die sich neulich in meiner Not die ich neulich in meiner Not erlegt habe, war doch glatt das Jagdziel.
Geht das so weiter, bin ich schon bald so legendär wie der weise König aus dem Grab hier. Ah. Interessant. Klingt auf jeden Fall lecker. Iris war eigentlich mendomiga ii na. So da na. So ja, omaara mukashi kara yoku hanashiteru yo na. Ah. Tayori nai ouji no hanashi de yoku moriagatte iru na. Ah? Douyu imi da yo? Okay, wir machen am besten mal einen etwas kleineren Bogen um das Missionsziel. Was ist das? Gönn dir eine Pause mit eiskaltem Randels Wurzelbrei. Ich wette, man kann. Irgendwie sehr trashig hier. Oh Gott. Das war eine miese Panne, ich weiß. Trotzdem. Kann man manchmal einfach nicht anders. Oh, hier. Oh, und was hast du anzubieten? Nee. Ein Brunnen. Was haben wir hier? Silbermünze. Alles klar. Hotel Le Ville. Lestalum, ein Stück vom Paradies. Annotation zur Kosmogonie. Die Pakte aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, datiert ein Schriftstück, das von Pakten spricht. Klar. Die Kanagi mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltenen Gelegenheiten, zu denen die Götter sich vor den Menschen zeigen und ihren Stimmen Gehör schenkten. Alles klar. Das ist ja mal ein schickes Hotel. Irasshai. Otomari ni narimasu ka? So desu ka. Noch möchte ich hier nicht übernachten, aber hier werde ich definitiv übernachten. Wenn es dann soweit ist. Ich kann nicht springen. I'll be back. Ja. Okay. Mal gucken, wie das funktionieren soll. Ein Allheilmittel. Es wird Nacht, aber darüber muss ich mir keine Sorgen machen. Immer bin ich gerade in der City. Oder kann es Nacht werden, so viel es will? Ich bin nicht in Gefahr.
Wenn jetzt plötzlich ein Siecher hier auftaucht, dann lache ich mir mal einen Arsch weg. Die Leute hier scheinen auf jeden Fall ein unbeschwertes Leben zu führen. Scheinen. Haufenweise Restaurants. いらっしゃいませ。何か召し上がりますか？ お好きなものはありますか？ モンスターや。最近はこんなのがうろうろしてましてね。 Hört sich alles interessant an. Nicht jetzt. Ein andermal. Ich möchte mich jetzt gerade einfach nur umsehen. Mir anschauen, was es hier sonst noch so gibt. Okay. Okay, was sollte das heißen? Ich soll mir mit dem Ilse keinen Jungfernkurs. Oh. Streit suchen. Hier war ich schon. Bin damals aber nicht hochgegangen. Kaputte Mundharmonika. Und hier lagern sie auch ihren Müll ab. Was für miese Pisser. Da hinten war ich bereits. Du, dann mal kurz beim Waffenhändler vorbeigucken. Hat der irgendwas, was besser ist als das, was ich jetzt eh schon habe? Klingt interessant. Klingt auf jeden Fall interessant. Grenadier kann ich dann verkaufen. Wenn man ausgerüstete Gegenstände nicht verkaufen kann, wieso sind die dann angezeigt? So, dann will ich erst einmal... Warte. Lohnt sich nicht, wobei. Einmal, ja. Zweimal. Eisspeer. Zweimal.
Nein, einmal. Den habe ich schon. Noch nicht. Mal. Kraftschild. So, Ausrüstung, Noctis. Der Grenadier ist zwar cool. Aber er muss einer wesentlich mächtigeren Waffe weichen. Gladius. Mit der mich das Kraftschild nicht auszurüsten. Den Eisspeer. Nüss. Wirbelsäge. Ist klar. Ja, läuft. Dann wollen wir mal verkaufen. Den Brennader. Tut mir leid. Das schwache Preisschwert. Die schwachen Entermesser. So. Ja. Gut, eine Etage höher. Sandstein. Ansonsten gibt's hier nicht viel. Schon. Hier hoch konnte man noch. Hätte es auch ein bisschen früher damit rausrücken können, also bevor ich darüber über die. Was gibt's hier, ha? Diese Stadt ist zu heiß für dich. Aber steht da wirklich? This town is too hot for you. In Slang. Ja, in der Tat. Bevor ich da ganz hoch gehe, gucke ich mir an, wo ich lang gekommen wäre und was ich gefunden hätte. Die Stadt.
すげえな。工場？何作ってんのかな。発電所だろ。この地方の電力はこの町で作っているらしい。へえ。Das ist krass. Das meine ich auch mit, ich sollte. Ich wollte abends dahin. Wow. Wow. Und noch kommen wir hier nicht rein. Aber die Kristalle, wow. Ich bin hin und weg. Okay, ich bin jetzt so ziemlich durch das gesamte Innere der Stadt gelaufen. Dann kann man jetzt auch mal wieder zurück. いい香りがするな。この辺り特有の香辛料が多いようだ。珍しく楽しそうだな。よお兄ちゃん、一本食っていきな。ああ。どう、いける？うん、うま。だろう。次からひいきにしてくれよな。結局いつもバターにしちゃうのよね。あんた本当それ好きよね。今日はガルラロティレスタにしよっかな。Sieht hier auf jeden Fall lecker aus. Ich hätte eigentlich gar nicht vor, da zu beißen, aber wenn man es schon angeboten bekommt, wieso nicht? $4,800 für so ein Gewürz. Knoblauch. Von dem ganz teuren Zeugs will ich nicht zu viel kaufen. Ich wurde hier bestimmt ausgenommen. Oh, warum sind hier so viele Mädels? Und kein Junge? Aber mich stört's nicht. Im Gegenteil. Schon der Chocobo Farm. Da waren wir ja auch. Wer sich dran erinnert. Okay, ich komme gleich zurück, aber da hat gerade etwas meine Aufmerksamkeit erregt. Ein Heiltrank. Stimmt, hier war der Markt, nennen wir ihn mal. Der tags wie nachts über geschäftig ist. Minai kau da na. Kugelsicherer Anzug? Stylingcreme. Garantiert perfekter Halt der Haare, selbst wenn es einmal etwas feuchter wird. Danke, aber so was wie ein flammensicheres Unterhemd brauche ich nun wirklich nicht. Was haben wir hier?
Das sind ganze Speisen. Einmal. Go, wir sind auf jeden Fall gut. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut versorgt. Und das ist Oh, dieser Pfefferschoten. Der so interessant fand. Hier haben sie einen Müll. Essen. Danke. Okay. Alles klar. Den werden wir uns auch noch. Hier gibt's auch eine Monsterjagd. Aber ein andermal. Der hat es auf jeden Fall groß. Hui. Alter Schwede. Ah. Es wird auch jetzt auch jeden Moment morgen. Ja, der Nachthimmel verzieht sich bereits. Sollen wir einfach mal übernachten? Auch wenn es erst 4 Uhr morgens ist. Komm, machen wir einfach mal. Lässt uns dafür einen XP-Bonus. Und dann beende ich damit auch gleich die Folge. Und wir sehen uns dann mit ziemlicher Sicherheit in der nächsten Folge wieder. Gott, das war jetzt einfach mal durch die schöne Stadt Lestalum. Durch die Straßen von Lestalum. Hui. EP, 1,5 Mal. Alles klar. Fast Stufe 40. Gefällt mir. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Morgen. Außer jetzt passiert noch irgendetwas Besonderes. Die Folge war jetzt auch ganz schön lang.